Für mich? Du kannst es schon essen, nur du änderst dann die Grundgesamtheit. Ich wollte jetzt eigentlich da Stichproben damit erklären. Nehmen wir mal an, das ist die Grundgesamtheit, sprich, das ist die Anzahl der Elemente, über die wir eine Aussage machen wollen. In den Sozialwissenschaften sind es natürlich eher Menschen, aber ich kann da jetzt schlecht 30 Menschen herstellen. Was würdest du machen im Normalfall? Was wäre die optimale Vorgehensweise, deiner Meinung nach? Um über den Obstkorb eine Aussage zu machen? Ja. Ja, sich alle einmal anschauen. Das heißt, du würdest jedes einzelne Element nehmen, das wäre dann sozusagen eine Vollerhebung. Das ist natürlich super, wenn es geht. Tatsächlich haben wir in der Realität ja aber oft das Problem, dass wir die Ressourcen dafür nicht haben. Nehmen wir mal an, unsere Grundgesamtheit sind 10.000 Leute, die werde ich nicht alle interviewen können. In der qualitativen Forschung haben wir schon ein Problem, wenn es 100 sind, weil das einfach zu aufwendig wäre. Gehen wir also davon aus, wir haben nur sehr kleine Fallzahlen, die wir uns anschauen können. Ich würde dich bitten, wähl da jetzt einfach mal irgendwelche 4 Elemente aus diesem Korb so zufällig raus. Okay, was haben wir? Wir haben einmal 3 Äpfel und eine Kiwi. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was da im Korb ist, man sieht, glaube ich, sehr schnell, das ist wenig deckungsgleich. Es fehlt die Orange, die Banane, die Zitrone. Also es ist ganz viel, was da drinnen ist, ist nicht in der Stichprobe enthalten. Das liegt einfach daran, dass wenn man mit ganz kleinen Fallzahlen zufällig wählt, man irgendeine Mischung bekommt und in wenigen Fällen wirklich alle Merkmale oder viele Merkmale abdeckt, die da drin sind. Das ist auch der Grund, warum die Zufallsauswahl bei sehr kleinen Fallzahlen nicht sehr aussagekräftig ist. In der qualitativen Forschung verwenden wir sie daher eigentlich auch fast gar nicht. Was kann man sonst noch machen? Also wenn man jetzt nicht alles erheben kann und der Zufall funktioniert nicht, dann kann man da natürlich mal so reinschauen. Und was wäre das Logische, wenn ich jetzt sage, schau da rein und schau, dass du Vielfalt abdeckst? Ja, würde ich halt bewusst reingehen und versuchen mir was Orangenes, vielleicht eine Birne, Banane. Also du würdest die Banane noch nehmen, die Orange, ja, die Birne, die Mango vielleicht ist recht groß. Und wenn wir uns jetzt die Stichprobe anschauen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr Unterschiede drinnen. Das wäre dann in der qualitativen Forschung eine bewusste Auswahl, die man vorab trifft. Das heißt, bevor wir überhaupt erheben, überlegen wir uns, welche Merkmale gibt es da drinnen und wie kriegen wir denn möglichst viele verschiedene rein. Setzt aber natürlich voraus, dass man ziemlich viel über die Stichprobe schon weiß und mit den Augen offen reinschaut, also reingreift. Das heißt, wenn ich hier nicht hinschauen kann und nicht sehe, was da ist, dann kann ich auch nicht sagen, es gibt verschiedene Farben und verschiedene Formen und ich kann nicht gut vorab wählen. In der quantitativen Forschung habt ihr das Problem mit den mangelnden Ressourcen ja nicht so stark, oder? Ihr könnt doch deutlich mehr Fälle reinnehmen. Sicher. Also ob man jetzt 10 oder 100 oder 1000 Fälle befragen, gerade bei so automatisierten Verfahren wie einer Online-Umfrage, ist an sich wurscht. Und da könnte man alles gleich gut bewältigen. Da geht es eher darum, dann hat man überhaupt Kontaktmöglichkeit für die ganze Grundgesamtheit. Und natürlich, was jetzt beim Obstkorb nicht zutrifft, aber bei Menschen schon, ist, dass die Leute halt auch ein bisschen was zu sagen haben darüber, ob sie mitmachen in der Forschung oder nicht. Das heißt, blöd wird es, wenn sich, sagen wir mal, einige Leute der Umfrage verweigern. Und deswegen versucht man natürlich auch, alles, was man tun kann, zu machen, um die Anzahl der Leute, die bereit sind, mitzumachen, zu erhöhen. Ne? Von Incentives über persönliche Ansprachen, Aufbau der Situation, so dass es attraktiv wird. Wenn man halt merkt, also natürlich, wenn ein paar mitmachen, da ist schon einiges gewonnen. Wenn man halt merkt, dass eine bestimmte Gruppe aus bestimmten Gründen halt systematisch nicht mitmacht, dann kann man auch zum Beispiel versuchen, die gezielt anzusprechen. Sprich, in Verteiler oder Foren sich zu bewegen und zu rekrutieren, wo halt in diesem Beispiel insbesondere die Äpfel sich angesprochen fühlen oder sich aufhalten. Und in der Hoffnung, dass man zumindest ein paar dazu bewegen kann und dass dann eine weniger systematische Verzerrung der Stichprobe passiert.
Das heißt, bis zu einem gewissen Grad greift ihr dann auch bewusst ein, um Gruppen, die fehlen oder Merkmale, die nicht vertreten sind, dann wieder reinzuholen. Genau. Ich glaube, jetzt sind wir fertig, oder? Dann können wir es essen.